Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Call of the Sea spielen wir immer noch. Haben jetzt gerade das Rätsel hier gelöst mit dieser coolen Orgel. Und wollen jetzt mal gucken, was uns denn hier so erwartet. Ne? Wie immer gilt, wenn ihr mich mögt, liked mich, abonniert mich und haut mal auf die Glocke, würde mich freuen. Keine Pflicht, natürlich könnt ihr es auch ohne gucken. Aber es wäre schön mit. So, ich geh mal hier hin. Ich bin schon schneller hier. Lauf mal. Ja, das ist der einzige Kritikpunkt an diesem Spiel, ist wirklich, dass die sowas von tranig ist. Muss ich hingehen? So. Ey, was ist das jetzt alles? So, oh. Ein Fahrstuhl. Oh. Hier oben. Ah, hier oben war schon mal jemand, wie man sieht. Hat hier irgendwas abgehalten. Ein Brief. Ist der von mein Mann? My dear old pal, I think I'm getting closer to understanding what is happening to you, but it is taking a toll on my sanity. As fascinating as this island and its ancient and unfathomable wonders may seem, it's also a place plagued with misfortune and calamities. We lost Roy at the campsite. We almost lost our engineer on this beach. The doctor went mad and stabbed him with a strange knife. And all because of this island, Nora. Initially, we were optimistic and in high spirits, but now we've all become resentful and discouraged. Even I can feel how I am constantly assaulted by dark thoughts. Anyway, if what I am going through here helps me find you a cure, it'll have been worth it. I hope to find an answer in the temple on that mountain peak. Love you always, Harry. He is worried, exhausted, disheartened. I will find you, my love. Oh Gott, hab ich gerade was im Mund. Ging so schnell fertig hier. Ja, cool. Harry lebt noch. Ich denke mal, der ist da oben in der Mitte. Der ist das total verrückt, wenn wir den da umbringen. Hm. Tut mir leid, aber ich habe irgendwie gerade Hunger. Ich muss mal hier das Hungerchen stoppen. So, was ist das denn hier? Okay. Guck mal was. Ach krass. Mein Gott, das ist eine abgefuckte Insel. Mhm. Okay, da war hier noch so ein Ding, ne? Und? Was macht das Ding in der Mitte? Alter Schwede! Wie ist denn das bitte sehr? That's it. That's where Harry must have gone. Immerhin. Harry, ich komme. I love you, Harry. I'm not sure why, but I don't feel this island is dangerous. Maybe it's because I haven't spent as much time here as Harry did. Ah, hinten die Tür ist aufgegangen. Wir gehen jetzt hin. Sieht schon abgespaced, also es ist schon abgespaced Insel. Ich finde das Spiel kommt echt dicht dran an auch an dieses Firewatch so ein bisschen. Ist so für mich so ein. Ich mag so solche Spiele. Ein bisschen rätsellastig. Das Firewatch war eher so ein bisschen überleben war und gar nicht so viele Rätsel waren. Hier ist ja mehr Rätsel drin. Wir gehen da mal rein. Whoop! Ich würde sagen, jetzt kommen wir ins Kapitel 4. Guck ich drin. That was quite a hike. Oh, sieht schon wieder ganz schön idyllisch aus hier, ne? Sehr beeindruckend. Kapitel 4. Ich pflück mal ein paar Blumen hier. Mmh, wie die duften. So. Ich kann hier gar nicht so viel machen. Wir gehen mal ein bisschen schneller durch. Wir müssen die Landschaft kann man zwar bewundern, muss man aber nicht. Im Moment sehe ich aber auch nichts, was sich irgendwie anklicken lässt oder man angucken kann. I'm at the top of the mountain. I can see that giant diamond-shaped thing really close from here. Ja, also fast oben. Okay, hier waren schon mal Leute, wie man sieht. Aber es gibt verschiedene Wege. Took me a while to get here.
But the views are worth it. Ja, dass sich über sowas überhaupt beredet, ne? Die Aussicht ist super toll. Alter, du bist in so einem ekligen Schleim gelandet und alles. Feels really good. Ach, guck mal hier. Are these figures singing like a choir? Vielleicht. Nein. Das ist das Letzte, worauf ich mich diese Aussicht genießen würde. Und ich weiß, dass hier Leute schon durchgedreht sind und einige andere umgebracht haben. Ach, guck mal, hinten ist ein kleines Lager. Da gehen wir was essen. Heavens, looks like a rock slide crushed all the tents. All but one. Da. Oh, oh dear. Oh, I'm sorry, but art has never been your thing, old pal. Hab mich ja selber noch nicht gesehen. Vielleicht sehe ich ja wirklich so aus. Mein Gott. Ich überschätzte sie einfach und sie meinte, sie ist granatenhübsch, aber sie sieht einfach so aus. Hier sind wieder Knöpfe. Und jetzt? Okay. Vielleicht muss der aus. War wegen dem Symbol da? Scheint nicht. Ah, vielleicht können wir noch was darüber. Was ist da hinten? Was ist das denn hier? Kann ich da rein? Aha. I'm not sure if Harry ever got to read this note. Sie sind ein guter Mann. Ich weiß, dass Sie Ihre Frau lieben. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und kehren Sie nach Hause zu ihr zurück. Hier finden Sie nichts als den Tod. Gehen Sie. Cass wird versuchen, Sie vom Gegenteil zu überzeugen. Aber sie ist nur an einer guten Geschichte interessiert. Hören Sie nicht auf sie. Meine Kräfte verlassen mich. Es tut mir leid. Leben Sie wohl? Frank. Sollte man vielleicht noch drauf hören. Schlafen so. Vielleicht auch noch was. Mr. Franklin Drayton Jr. Sehr geehrter Herr Mr. Drayton, wir bestätigen hiermit den Erhalt Ihres Briefes vom 30. Juli, in dem Sie sich für einen Platz an unserer Ingenieurschule beworben haben. Leider muss ich mitteilen, dass wir keine farbigen Personen für das Studium zulassen dürfen. Es tut mir leid, Ihnen nicht helfen zu können. Ja, so war das damals, ne? Verrückt, wenn man überlegt, oder? Da muss man sich echt mal überlegen, ne? Also, wegen deiner Hautfarbe, die irgendwo reingekommen ist, wie asozial ist denn das? Naja, andere Zeiten, ne? Aber trotzdem abgefahren, oder? Okay, damit kann ich noch nichts anfangen mit den Knöpfen. Aber, haben wir es aufgemalt? Ja. Vielleicht finden wir noch mehr darüber. Mal gucken. Vielleicht muss ja auch der eine so sein, der nächste so. Ich weiß, da können wir hochgehen, aber hier hinten war ja auch nochmal ein Weg. Da gehen wir auch nochmal hin. Wo wir da hochgehen. Dann schauen wir mal, was es da gab. Bin ja mal gespannt. So, ich freue mich schon auf Medium. Das Spiel kommt ja exklusiv für die Xbox raus. Da bin ich schon mal echt gespannt drauf. Freue mich schon drauf, weil man so in zwei Welten hin und her tingelt. Das ist schon abgespaced. Halber Strecke. So. Wundert euch nicht. Ich habe nebenbei meinen PC laufen und da erscheinen die Xbox-Sachen immer vorher. Just with pieces from the beached ship. Frank sure must be a real whiz. Ein super Ingenieur. Ein Ingenieur hat Schwöre. Gehen wir mal hier hoch. Oh, nochmal hoch. Was da oben gibt. Die ist auch so langsam. Alter, das müssen sie ein bisschen ändern. Klar dauert das Spiel länger, wenn man die ganze Zeit das so zieht. Aber diese Aussicht entschädigt alles. Also. Kein Strom, war ja klar. Den ganzen Weg umsonst hier hochgeeiert. Mist. Ein bisschen springen könnte sie auch mal, ne? Weil sie ist ein bisschen betagt. Und wir wissen ja auch, sie sieht ein bisschen komisch aus dem Shield. Haben wir schon auf dem Foto gesehen, auf dem Bild gesehen. Trotzdem, das dauert mir nicht so lange hier. So. Okay, also da können wir nicht. Wir müssen irgendwo Strom herbekommen. Oh, hier ist noch ein Zelt. Gehen wir mal rein. Alles dunkel, aber vielleicht kann ich trotzdem was erkennen. Ich muss die Schiffsturbine und andere Teile des Schiffs benutzen, damit es funktioniert. Mal sehen, ob wir es schaffen. Mit den wenigen Materialien, die ich habe, ist alles mit Strom zu versorgen. Okay, mal auf der Rückseite, was steht da? Harry is convinced the answer to my illness lies inside that temple. Schwarzer Schleim und Loras Krankheit. Ich muss die Tür aufbekommen. Nicole? So, this is like Atlantis, but in the Pacific Ocean, right?
Der Legende nach versank der Kontinent Mu vor tausenden von Jahren im Pazifik. Seine vielen massiven, meist ungleichmäßig geformten Steinstrukturen bilden einen starken Kontrast zu einzelnen Strukturen in Rautenform, die an ähnlichen Symbolen wie den Rhombus und den hinduistischen Lakshmi-Stern erinnern. Lakshmi? Keine Ahnung. Doch Experten glauben, dass der Rhombus in dem besseren, im besonderen Fall der Nakal-Strukturen, weder Fruchtbarkeit noch Wohlstand symbolisiert. Okay. Die Wirkung der Orgel nachahmen. Lautsprecher, Generator. Very clever, old pal. Old pal. His low spirits are obvious in this photo. What was wrong with Frank? He looks so thin. Ja, den geht's wahrscheinlich nicht so gut. Aber es kann uns egal sein, denn wir müssen Strom anmachen. Dass sie alles hier hochgeschafft haben, ist schon Wahnsinn, oder? Wir folgen jetzt einfach mal den Kabeln hier. Und die werden uns bestimmt dahin zu einer Stromquelle hinbringen. Hier sieht so aus wie ein Generator. Wir haben eine Turbine, um Elektrizität zu generieren unter dem fallenden Wasser. Aber der Strom ist nicht close enough to the wheel. Blood-soaked rags. Blutgetränkte Lumpen. Eine Bibel. Es muss to Frank. He thought it was a flesh wound, but it kept getting worse. Ich habe versucht, die Wunde zu versorgen, die David mir beigebracht hat. Was ich auch tue, sie sieht immer noch entzündet aus. Ich fühle mich jeden Tag schlechter. Oh, blöd. Okay. Muss wahrscheinlich das Ding jetzt zum Laufen gebracht werden. Wo es noch was gibt, was man mitnehmen kann. Okay. Aha. Nicht aufgezeichnet, leider. These levers connect those gears to direct the wheel's energy into the turbine. Hä? Okay, das könnte hochgehen. Aber die anderen nicht. Hä? Warte mal, mal gucken. Kann man ja nicht gerade viel dran ändern, ne? Aber. Drehen sich ja eh alle in eine Richtung. Ich glaube, so richtig Sinn habe ich noch nicht dahinter entdeckt. Das ist ja schön, dass das jetzt geht, aber. Wie soll das denn funktionieren? Es gibt gar keiner hier. No power. Okay, man muss Strom generieren. Das funktioniert nur, wenn man hier irgendwie. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie das funktionieren soll. Also ich kann da hinten zwar das verdrehen, aber ich kann die ja nicht einzeln einstellen. Das heißt, das sieht für mich irgendwie so ein bisschen sinnlos aus, das Ganze. Oder bin ich da jetzt irgendwie auf dem falschen Trichter? Da muss ich so schnell sein. Nee. Verstehe ich noch nicht ganz, wie das mit der Turbine funktionieren soll. Muss ich zugeben. Vielleicht habe ich noch irgendwas hier drin entdeckt, was noch gelesen werden muss. Aber es sieht nicht danach aus. Nun gut, lassen wir das mal. Vielleicht müssen wir noch irgendwas finden, damit wir dahinter kommen, wie dieses ganze Ding da funktioniert. Oh no! Frank died. Okay, er ist gestorben. Oh, Frank had a daughter named Evelyn. Boah, das ist mir nicht ganz so. Es ist Sünde für ihn, dass er tot ist. Es ist wirklich schade. Aber. I'm really sorry about Frank. Harry doesn't have many friends. When you finally do get to know him, he's so witty, so funny. A loving person. But it takes a lot for him to open up. Okay, dann müssen wir doch da hoch. Wir haben alles abgegrast.
Gehen wir nach oben, gucken, was wir oben irgendwas finden. There are some sort of sound devices built around this amphitheater. Okay, das gibt, da muss man wahrscheinlich irgendwie im engen Sinn, gibt es da, wir wissen noch nicht was, aber das müssen wir auch noch rauskriegen. Guck mal, da hinten ist noch so einer. Mal da hingehen. Da zeigt er das, doch, weiß man nicht, was man da anzeigt. Okay, wir machen trotzdem ein Bild davon. Und hier mal gucken, hier können wir nichts machen. Hier ist aber was. Was ist das denn zum Beispiel? So I guess you used the notes from the organ and they weren't the right ones. Ich bin so dumm, so arrogant, Idiot. Diese Erdrutsche hätten uns alle umbringen können und das alles nur wegen meiner Sturheit. So, hören wir uns mal an. All right. Can you turn it on, Cass? Please, sir. We should not do this. Not now. Haven't we had enough warning, Mr. Everhart? What else do we need? Another death? Listen to me. Frank lost his life setting this whole thing up. So we're not going to discuss it anymore. We're going to activate it, period. That clear enough for you, Caillou? Hey, Mar! Fine, same to you. Please, Cass, activate it. Something wrong, Harry. The ground is shaking. No, no. No, 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 I can't. I told you we're off. You damn fool. You're going to kill us all. Turn it off, turn it off. Okay. War ja nicht so gut. Wir müssen mal gucken, wie wir das, irgendwas müssen wir hier noch einstellen können. Das stimmt ja hier nicht. Homemade loudspeakers. Probably to amplify the sound. Ah, hier ist auch noch so ein Ding, guck mal. Hab ich den nicht gesehen? Da würde ich fast sagen, muss den drücken. Oder? Wenn man das Symbol guckt. Guck mal rechts. Und der hier müsste ja dann... Ist das oben und unten oder ist das nur unten? Oben und unten, sagen wir mal. Ich weiß es nicht. Die Symbole werden wir uns bestimmt mal irgendwo erklärt gleich, oder? So, hoffe ich. Bei dem bin ich mir ganz überfragt. Was heißt denn das? Heißt das gar keiner? Könnte ich auch gut sagen. Die Lautsprecher sehen natürlich abgefahren aus. Aber kann man hier unten noch irgendwas machen? Nee. Ah, Mann, ey. So, jetzt haben wir hier vier Dinger. Eins, zwei, drei. Und das Ding da hinten an der Kante, was wir gefunden haben. Gehen wir nochmal runter. Hm? Hier liegt auch noch was. Looks like a sneaky snapshot. Also ich finde das nicht so gut. Okay, wir können auch nicht längs. Hier können wir raus, okay. Also irgendwie, es fehlt mir noch irgendwie, fehlt mir noch eine Information hier, oder nicht? Wir gehen nochmal hier runter. Da gab es ja auch noch einen Weg da hinten, ne? Gehen wir da nochmal längs. Davon hat sie aber kein Foto gemacht, ne? Das ist, sie hat nur gesagt, dass es ein Chor ist. Oder aussieht wie ein Chor, hat sie auch recht. Hier kommen wir zur gleichen Stelle wieder hoch, ne? So ein bisschen andere Seite. Okay. Okay, wie kriegt man denn den Strom in Gang, ist die Frage, ne? Das finde ich schon kompliziert. Okay, das war jetzt nicht so wichtig. Ja, okay. Aber das Ding?
darauf. Also, ich verstehe es noch nicht ganz. Der vielleicht rechts, der links. In der Mitte gar keiner. Und dann, die haben ja alle eingestellt. So. Das Problem ist, wir müssen den Strom jetzt in Gang bekommen. Ich glaube, ohne Strom wird hier gar nichts funktionieren. They didn't accept Frank in the university. They should be ashamed. A torn picture. Maybe the Polynesian guy didn't like it. Okay, warte, hier ist noch was. Was ist denn? The only tent that came out of the rock slide in one piece is the one filled with amulets. Okay, hat wahrscheinlich was zu bedeuten. Wer dann diese Amulette in den Kram glaubt, der hat überlebt. Also wir müssen auf jeden Fall den Strom anbekommen. Ich glaube, ohne den Strom kommen wir hier nicht weiter. Unten runter brauchen wir nicht laufen, da gab es nichts. Das heißt, es geht nur um diese Kack-Strom-Kack-Geschichte erstmal hier. Wenn die läuft, dann hätten wir da Strom und dann können wir wahrscheinlich auch irgendwie was mit dem anderen Kram regeln. Aber ohne Strom wird gar nichts geregelt. Nur habe ich das nicht verstanden, muss ich zugeben. Warum und wieso dieses Wasserding nicht läuft. Ob man da irgendwas aktivieren muss. Und hier gibt es ja ein paar Sachen, die man aktivieren kann, aber es gibt ja nur diese eine Sache, die ich aktivieren kann. Diese Lochsituation noch nicht, muss ich zugeben. Das ist mit der Blick noch nicht. Gibt es doch nichts anderes, was ich anklicken kann, oder? Das würde ja Sinn ergeben, aber das ergibt mir jetzt überhaupt keinen Sinn. Das Zahnrad greift da ja nicht, ne? Aber hier ist ja auch noch nicht mal. Hier läuft ja das Ding läuft ja auch noch gar nicht, weil da noch gar kein Wasser gegen ist. Oder bin ich blöd? Muss das Wasser doch irgendwie auf diese Dings laufen, damit es überhaupt irgendwas greifen kann. Kann man da irgendwie hochkommen? Weil der Strom läuft ja nicht. Und solange der Strom nicht läuft, können wir hier auch kein Konzert veranstalten, oder? Ach, guck mal, hier steht auch noch was. There's a symbol inside. Das sind Symbole im leeren Becken. Okay. Mein Gott, was bedeutet das? Ist das eine bestimmte Reihenfolge, die man es machen muss? Oder? Links? Sagt das irgendwie nichts. So richtig. Gut. Ich weiß es nicht. Aber dann müssen wir uns beim nächsten Mal weiter beschäftigen. Ich grübel mal ein bisschen darüber. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, wie wir hier weiterkommen. Weil das ist ja wirklich spannend gerade. Was ist hier? 1212, testing. Nope, doesn't work. Ja, ohne Strom kann auch nichts gehen hier. Gut. Nee, machen wir so. Beim nächsten Mal gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Also ich finde es wirklich spannend, aber das ist ja wirklich, da weiß ich gerade nicht, wie man es weitergeht. Okay, bis dann, tschüss.